Willkommen, liebe Leute, beim dritten Teil der Alalin Fehkopf Alpul Traverse. Begleitet den Flo und mich auf unserer letzten Etappe, die uns vom Fehkopf über den Normalweg auf den Alppurbel mit seinen 4206 Meter führt. Dabei sind wir unter Serax durch und über labile Spaltenbrücken rauf und runter. Der Abstieg über den Gletscher war dabei besonders imposant. Am Schluss des Videos gibt's noch ein Resümee zur gesamten Traverse. Viel Spaß, kämpft's mit! 50 Meter oder so, sagt ihr auch bergheil, Flo. Bergheil. Super. 30 Minuten, nicht ganz. Ja. Und da oben geht's auf den Alphurbe. Sehr geil. Cool. So Leute, wir sind jetzt am Fehkopf, wir schreiten den gerade und für uns geht es jetzt weiter Richtung Alphubel. Wir schauen uns einmal den Normalweg an. Da sind noch ein paar Leute unterwegs, schauen wir mal. Jetzt gehen wir allerdings angeseilt. Objektive gefahren, Spaltensituation, Sturm- und Eisschlag, kommt von da oben kommen, 16, und schauen wir, dass wir da schnell durch sind. Das haben wir schon oben. Wir sind gerade in so einer Spaltenzone. Flo ist gerade drüber gekommen. Jetzt sind über zwei richtig fette Spalten gegangen. Der Flo ist gerade drauf. Der zweite ist sicher 7 Meter breit. Ich sag gleich, ich weiß nicht,
Gleich sind wir oben. 4100. Setz es in der Bildmitte. Das ist das Gipfelkreuz. Alpurwe. 4206 Meter. Gleich sind wir oben. Begleitet den Flo und mich auf die letzten Meter zum Alphurbe-Gipfelkreuz, liebe Leute. Schaut euch das an, in was für einem gewaltigen Panorama wir da unterwegs sind. Ist doch herrlich, oder? Sehr schön. Yes! Super Flo, das war echt richtig geil. Das war voll cool. So, der Kerl. Super. Echt cool. Coole Geschichte. Liebe Leute, ganz viere gehe ich jetzt immer. Da hinten ist dann das Matterhorn und das Monte Rosa seht ihr da hinten. Die anderen hohen 4000 da. Der Flo und ich, wir sind happy, dass das jetzt alles so tadellos und einwandfrei gegangen ist. Schaut mal da ganz vorne in der Bühne mitten. Da waren wir oben, das war das Alalinhorn. Von da kommen wir her ursprünglich über den ganzen Fehgrad. Und jetzt schauen wir, dass wir runterkommen, weil die Wolken ziehen schon auf. Dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Okay? Der Flo geht jetzt voraus und ich noch. Jetzt schauen wir, dass da auch nichts mehr passiert und dann passt die Geschichte. Voll die geile Runde bis jetzt. Voll super. Voll die Freude. Einfach schön, herrlich. Bergsteigerherz, was willst du mehr? Was willst du mehr? Gut runter können wir noch, das wollen wir. Also im Aufstieg war das definitiv heikel.
am Obi, ich habe das jetzt gar nicht so gefilmt und ich habe es gar nicht gemerkt. Wir sind jetzt über die ganzen Spalten einfach drüber gehupft und da war überhaupt kein Problem, nicht, keine Herausforderung dabei. Da seht ihr den Flo wie ein Schneeprofil grob. Ja, super! Voll geil, voll super. Nein, war eine coole Tour, super gute Runde. Und für uns geht es jetzt in der Abi, wo es die 3 oder 4 seht, Richtung Sassfee. Zwiefeln wir weiter, Flo, gell? Jawohl, Zwiefeln. Von da drüben sind wir hergekommen. Gewaltige Szenerie da hinter uns oben, oder? Da schaut mal, das ist ein Spalten, oder? Leute, ich habe gerade eine Gänsehaut, also das ist schon eine gewaltige Szenerie, wo wir unterwegs sind. Oder was sagst du da dazu? Wow, gewaltig. Ich habe so eine Freude mit der Tour. Ja, brutal. So eine riesengroße Freude, Dankbarkeit, einfach herrlich. Leute, schaut euch das an. Und da ganz vorne sind wir hergekommen in der Früh, ursprünglich vom Alalinhorn. Und jetzt dürfen wir über diesen wunderschönen Gletscher, über die wunderschöne Gletscherlandschaft vorwegnehmen. Das ist doch herrlich. Da ist ein Loch, okay. Ja. Okay. Oh, my God.
ist es da? So, jetzt sind wir auf die letzten Meter über den Abbahngletscher. Gleich haben wir es geschafft und sind draußen. Sehr schön. Nice! Ja, also der Flo sitzt jetzt schon da. Wir sind gut runtergekommen, der Flo hat gesagt, wir sollen da so rechts runter gehen. Meine Idee war da runter gewesen. Das war die Althuber. Genau, das war die Direttissima gewesen. Und der Flo, schlau wie er ist, hat er halt gesagt, da kommt ein Abbruch. Ja. Und recht hat er gehabt. Ja, aber jetzt ist es von uns an safe. Voll geil. War echt cool, gell? Super. Fazit machen wir nachher später noch. Erstmal Pause. Haben wir uns verdient. So, jetzt dann hoffen wir, dass die Bahn fährt, weil sonst müssen der Flo und ich über den Gletscher da steigen. Lengflu, letzte Talfahrt 16.15 Uhr. Alle 15 Minuten. Die erste Fahrt haben wir jetzt nicht mehr gefilmt, weil da waren wir nicht allein. Aber ihr habt es auch. Der coole Flo mit seinem. Das sagt man aber nicht. Oder ist das wirklich? Sind das übliche Gäste da? Das sind die üblichen Gäste. Ja, genau. So Leute, jetzt schaut mal, jetzt sind wir da beim Spielboden 2450. Und da fahren wir jetzt in oben nach Saas-Fee. 45 Euro, glaube ich, oder 45 Franken, ja, glaube ich, kostet. Franken. Genau, das haben wir aufzahlen müssen. Aber es hat sich echt super gelohnt. Wir haben eine voll geile Tour gehabt. Alalin Wardwand war eine super Entscheidung, dass wir drauf pfiffen haben. Weil da hätten wir echt viel Zeit verdandelt. Und ziemlich blank ist gewesen. Der Normalweg auf war echt super kompakt. Noch. Die Spalten hast du gut gesehen. Es war für uns vertretbar, dass wir ohne Seil da gegangen sind. Beim Abendgehen hat es auch noch gut gepasst, weil wir haben oben nur 10-15 Minuten Pause gemacht. Dann vom Feejoch auf den Feekopf von mir, da sind wir direkt über den Grat. Da war ganz am Anfang ein ziemlicher heikler Stell. Da habe ich mal ziemlich viel Steine runterschmeißen müssen, weil da war der ärgste Bruch. Danach ist es echt super. Voll die Genusskraxelei, 1-2er Gelände. Einbord ist nicht viel, sind aber zwei Möglichkeiten, glaube ich, auch drinnen gewesen zum Sichern. Ein Bohrhaken und noch so ein Stamm genau zum Nachsichern von oben. Aber ein Zweier sollte man eigentlich freikriegen können, dass man das gut bewältigt. Alphubelumme hat bei uns noch gut gepasst, der Schnee war zwar tief, 5 bis 6 größere Spalten waren zum Bewältigen im Aufstieg.
im Abstieg habe ich eh gesagt, das habe ich gar nicht gemerkt, dass das jetzt schon vorbei ist, weil das mir einfach runtergekupft. Ja. Ansonsten, ja, also man kann das gut machen vom Tal aus mit der Bahn auf und wieder mit der Bahn runter. Aber man muss halt bedenken, wie lange dass die Bahnen unterwegs sind. Und es ist jetzt mal locker ausgegangen. Aber wir haben dann auch nicht viel geholfen, gell? Nein, gar nicht. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, noch gerne einen Daumen auf. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, nichts mehr versammeln wollt. Kanal abonnieren, kostenlos. Glocken aktivieren, schaut euch alle anderen Videos einmal an. Und freuen wollt ihr mich auch, wenn der Kanal weiter empfohlen wird. Genau, das war's von unserer Seite. Dann sagen wir der Flo und der Franz. Tschüss. Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Weißt du auch noch irgendwo Gletscherspalten sind? Aufpassen.